Denn der nächste Speaker lauert hier schon und hat sich sofort dazugeschaltet. Das ist super, denn wir haben jetzt den Patrick Stolze für euch und er hat uns da auch ein sehr, sehr sinnvolles und wichtiges Thema mitgebracht. Denn Integral Ad Science steht vor allen Dingen für digitale Medienqualität, deren Analyse, Auswertung und die sinnvolle Nutzung. Wir haben ja im Programmatic-Bereich auch so viele oder im Display-Bereich auch so viele Nischen, sag ich mal, wo wir auch absolute Experten und absolute Expertenunternehmen brauchen, um das im Tiefsten zu verstehen. Und deswegen freuen wir uns sehr, den Patrick Stolze, den Director Sales CE bei den Integral Ad Science dabei zu haben. Und er hat uns heute mitgebracht, Chancen in Programmatic, wie kontextuelle Technologie, nicht nur Targeting, sondern auch die Evolution von Brand Safety zu Brand Suitability ermöglicht. Sehr, sehr gutes Thema. Wir haben schon mal deinen Monitor eingeblendet. Einen wunderschönen guten Morgen, Patrick. Bist du aus dem Homeoffice oder aus dem Office zugeschaltet mit dem digitalen Hintergrund? Selbstverständlich weiterhin aus dem Homeoffice, Marc. Aber vielen lieben Dank erstmal für die Intro. Und ja, ich glaube, es geht wie die meisten von uns, dass ich sage, ich freue mich zwar sehr, 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 heute dabei zu sein, aber freue mich, glaube ich, noch mehr drauf, wenn wir vielleicht nächstes Jahr das Ganze auch wieder in einer Offline-Runde hinbekommen. Genau. Ja, also deswegen stell dir vor, dass du die drei Schritte auf die Bühne jetzt gehst, ne? Die Kameras und die Spotlights leuchten auf dich. Wo du sonst im Homeoffice stehst, stehst du jetzt auf der großen Bühne und wir lauschen gespannt und freuen uns auf deinen Vortrag. Und genau, ich wünsche allen Teilnehmern viel Spaß und wir hören uns dann gleich wieder. Bis gleich. Super, vielen, vielen lieben Dank dir nochmal, Marc, für die Intro und vor allen Dingen auch Jan und Markus für die Insights bisher. Genau, Marc hat es gerade schon erwähnt, wir wollen uns heute so ein bisschen mit zwei Perspektiven zu kontextueller Technologie wirklich beschäftigen. Ja. Auf der einen Seite, so wie wir es, glaube ich, alle die letzten Monate gehört haben und vielleicht gerade ab dem 24.06. wieder so ein bisschen nach hinten geschoben haben, alles rund um das Thema kontextuelles Targeting. Das ist ein Element. Das andere ist aber letztlich auch die Frage, wie hat denn eigentlich kontextuelle Technologie dazu beigetragen und ehrlicherweise muss sie es auch weiterhin dazu, dass wir von einem relativ starren Brand-Safety-Gedanken hin zur Brand-Suitability kommen. Und ihr werdet gleich sehen, die Key-Takeaways kommen natürlich zum Schluss, aber ich glaube, ein Gedanke möchte ich schon mal teilen, dass es nämlich letztlich auf denselben Entwicklung von kontextueller Technologie beruht. So, aber bevor wir uns das und auch eine Agenda nochmal im Detail anschauen, worüber sprechen wir eigentlich heute, ja? Und an dieser Stelle nochmal die Aufforderung an euch, bitte jederzeit die Fragen bitte in den Chat zu werfen und ich freue mich, die dann im Nachgang auch mit beantworten zu können. Genau, aber grundsätzlich, worüber sprechen wir? Ein Beispiel von zweien, was wir heute vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen werden, dieselbe Persönlichkeit auf demselben uns wahrscheinlich sehr gut bekannten News-Portal in einem extrem unterschiedlichen Kontext. Ja? Auf der rechten Seite wirklich ein rein sportbezogener Kontext. Auf der linken Seite, wir haben alle diese Agua-Geschichte aus der zurückliegenden EM im Hinterkopf. Wer die EM nicht, zumindest so wie ich, sportlich abhaken wollte, rund um den entsprechenden Coca-Cola-Gate, wenn ich ihn so nennen möchte. Oder ein anderes Thema, leider Gottes müssen wir, Marc hat schon erwähnt, ich auch aus dem Homeoffice unterwegs, sicherlich weiter heute erwähnen, das Thema Corona-Pandemie und wie beeinflusst uns das. Und wenn wir uns hier Berichterstattung auf dem, wahrscheinlich stimmt ihr mir alle zu, einem der journalistisch hochwertigsten Plattformen in Deutschland anschauen, dem Handelsblatt nämlich, ist es ein extremer Unterschied, ob ich leider Gottes auf der linken Seite berichten muss um 400 Corona-Tote in Indien oder eben auf der rechten Seite hier zu sehen, wie das Thema Corona-Pandemie auch als Chance für Mitarbeiter und Unternehmen gesehen werden kann. Und das sind so ein bisschen die Triggerpunkte, glaube ich, mit denen wir uns heute beschäftigen müssten. Genau, Marc, vielen Dank für die Info nochmal. Patrick Stolze bin ich, verantworte bei Integral Ad Science den Vertrieb in Zentral- und Osteuropa. Habe in den letzten 3 Jahren bei Integral primär auf den Vermarkterpartnerschaften gearbeitet und möchte deswegen auch diese Perspektive immer wieder in unser Gespräch mit einbringen. Ja, weil ich glaube, das ist ganz elementar und das schon mal vorweggenommen, dass die notwendige Entwicklung in den Bereichen Brand Safety, Suitability, kontextuelles Targeting wirklich nur stattfinden kann mit offener, transparenter Kommunikation von allen Beteiligten. Und das wäre vielleicht schon mal so das zweite Key Takeaway mit vorwegzunehmen.
Aber fangen wir am Anfang an, ja, ganz kurz die Agenda, was wir uns heute anschauen. Eben gesagt, wir schauen uns ein bisschen diese Evolution Brand Safety zu Brand Suitability zuerst einmal an. Und so einen kleinen Insight, auch eine kleine Analyse, die ich mitgebracht habe, welchen Impact eigentlich die Corona-Pandemie dabei hatte. In der Mitte schauen wir uns dann sicherlich für uns auch wirklich fundamental nochmal an, was verbirgt sich eigentlich hinter kontextueller Technologie, bevor wir dann eben schauen, wie kann diese kontextuelle Technologie uns allen helfen, um entsprechende Targeting-Strategien im Programmatischen anzupassen. So, vor dem Hintergrund, lasst uns reinspringen und vielleicht Max, wenn du einmal starten kannst zu dem Thema Evolution Brand Safety zu Brand Suitability, einmal direkt die erste Umfrage. Wer von euch beschäftigt sich denn in dem Sinne mit dem Thema, dass sie auch entsprechende Technologie bereits im Einsatz hat? Wenn ihr da einmal kurz beantworten könntet, das wäre, glaube ich, ganz spannend. Alright, 3, 2, 1. Ich glaube, dann sollten wir schon mal die ersten Responses hoffentlich haben und können uns gleich mal die Ergebnisse mit einschauen. Okay, das ist doch schon mal eine Tendenz zu Nein, in der Tat. Mal schauen wir mal, inwiefern heute vielleicht ein paar Gedankenanstoße gegeben werden, dass ihr euch mehr mit beschäftigt. Aber zumindest die 40%, die es bereits im Einsatz haben und ehrlicherweise auch die anderen 60%, die sich mit dem Thema zumindest schon mal beschäftigt haben, würden dieses, ich habe es mal die Mythen von Brand Safety genannt, vielleicht bekannt vorkommen. Ja? Und ich habe hier so ein bisschen übertrieben beide Extremen des Spektrums angeschaut, was so die Gespräche sind, die ich in den letzten 3 Jahren immer gehört habe. Und ich glaube, das, was wir hier heute auch mitnutzen wollen, um einfach gemeinsam weiterzukommen in dem Mindset dazu. Das eine Extreme ist sicherlich, ich habe es mal genannt, ich will Brand Safety. Bedeutet, wenn Brand Safety immer noch in einem ziemlichen Schwarz-Weiß-Denken gefahren wird und es eben nicht individuell pro Marke, eventuell sogar pro Kampagne berücksichtigt wird, sondern heißt, ich will Brand Safe sein. Ich glaube, das ist ein Thema, da müssen wir uns Stück für Stück in dieser gemeinsamen Kommunikation einfach weiterentwickeln und wir werden gleich zeigen, wie da eben auch kontextuelle Technologie helfen kann. So, und das andere Extrem von diesem Spektrum ist sicherlich die Aussage, ich habe es mal zusammengefasst als, ich bin Premium-Vermarkter, ich habe nie ein Problem mit Brand Safety und Brand Suitability. Da hatten wir eben einen Partner, und ich durfte es mal aufnehmen, ja, die IQ als einer unserer Partner hiermit zu erwähnen, Inhalte auf eben gesehen, dem Handelsblatt beispielsweise, wo keiner eine journalistische Qualität anfechten würde, aber auch hier einfach höchst sensible Themen bearbeitet werden und bearbeitet werden müssen, die eben nicht markenkonform für alle sein können. Und ich glaube, der erste Step, um auf diesem Thema gemeinsam weiterzudenken, ist sicherlich zu verstehen, dass Brand Safety nicht nur ausschließlich Keyword-Blocking ist. Was steckt sich dahinter? Und das ist irgendwie auch der Grund, wo wir auf dieser Reise sind, von Keyword-Blocking als Brand Safety zu sehen, hin kontextuelle Technologie zu nutzen, um hier einfach die Marken bestmöglich schützen zu können. Was sind die Einschränkungen? Ja? Und hier habe ich mal reingeschaut, was im Jahr 2021 die meistgeblockten Keywords bisher waren. Nicht überraschend, Coronavirus sicherlich, was da ist. Crash-Shooting als ein Beispiel, da werden wir auch drauf eingehen. Oder klar, insbesondere zum Start des Jahres und dem Sturm aufs Weiße Haus, ein Keyword wie Trump, was extrem geblockt wird. Und versteht mich nicht falsch, wären Keywords eine wichtige Komponente von dem Aufbau einer Brand Safety und Brand Suitability Strategie sein kann und sollten, hat es eben auch seine gewissen Limitierungen. Und hier gucken wir mal nur zwei Beispiele an. Ja. Auf der einen Seite die vermeintlich unsafen Wörter wie Sex, Tod, Killer beispielsweise und auf der anderen Seite vermeintlich safe Wörter wie Taxi, Weiß, Auto, nur um mal ein paar Beispiele zu nehmen. Alleine, wenn ich jetzt mal 2, 3 weitere Wörter hinzufüge, ändert sich schon die Perspektive dazu. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum wir ins Kontextuelle reinspringen müssen. Ja? Also auf der linken Seite waren eben schon im Fußballumfeld. Ich darf das aus Hamburg präsentieren. Als Werder Bremen-Fan darf ich Fußball-Anekdoten bringen. Ja, habe schwer genug. Das ist sicherlich beispielsweise der Killerinstinkt im Fußball offensichtlich. Kein negativer Inhalt, auf der anderen Seite sogar Inhalt, der sehr relevant für entsprechende Sportartikelhersteller etc. Sein kann.
Und auf der anderen Seite ein Wort wie Auto im Zusammenhang mit dem Autounfall, im Zweifel sogar Drunk Driving etc. sehr schnell ein Thema wird, was eben kritisch für mich als Marke sein kann. Und ich habe es eben angesprochen, wir wollen da auch einen kleinen Blick Richtung Corona-Pandemie und welche Erkenntnisse wir daraus ziehen können geben. Und dazu habe ich mal die erste kleine Analyse mitgebracht, die wir gefahren haben. Und zwar haben wir im September des letzten Jahres sämtlichen US-Traffic über unsere DSPs, in die wir integriert sind, ja, was die gängigen von Xandr, Traders, DV360, Verizon etc. darstellen, sind, analysiert und geguckt, wie viele des gesamten Bitstream-Traffics, egal ob wir im Einsatz oder nicht, wurden eigentlich einem entsprechenden Segment, ihr seht hier Infektionskrankheiten und Ausbrüche, nennt sich so schön Infectious Disease auch, was dahinter steht, natürlich ein Segment zur Corona-Pandemie und zur Verhinderung von Ausspielung von Inhalten auf diesen negativen Corona-Inhalten analysiert und haben gesehen, vom sämtlichen Bitstream-Traffic haben wir 6% des Traffics diesem Segment zugeordnet, was offensichtlich ein sehr, sehr signifikanter Anteil ist. Was wir dann aber gemacht haben, als Teil von kontextueller Analyse, wie wir sie interpretieren, da habe ich natürlich eine IAS-Perspektive, aber es ist ehrlicherweise egal, wer die Anbieter sind, wenn wir uns in dem Themenfeld kontextuell bewegen, haben wir eben auch das Thema Emotion-Analyse und letztlich eine Sentiment-Analyse. Und davon haben wir gesehen, dass von diesen 6% nur 2,4% wirklich negativen Corona-Inhalten zugespielt werden. Auf der anderen Seite wurde über die Hälfte von diesen 6% hier faktisch 3,6% entweder neutralen oder positiven Inhalten zugeordnet. Ja? Da müssen wir berücksichtigen, das war, glaube ich, so ein Mix, die Phase, die wir hatten, wenn wir uns zurückgehen, sind ja wieder ansteigende Zahlen, Start einer dritten Welle, auf der anderen Seite erste positive Berichterstattung um Impfstoffentwicklung etc. Was möchte ich damit sagen? Wenn wir hier mal überlegen, wir würden rein ein Keyword wie Corona isoliert betrachten, vielleicht sogar nicht mal den kompletten Kontext einer Seite betrachten, würden wir zwei Probleme haben. Auf der einen Seite würde ich als Werbetreibender einfach sehr viel valides Inventar nicht zum Targeting verfügbar haben, weil ich es nicht aussteuern kann. Und auf der anderen Seite aus Vermarkterperspektive auf diesem Inventar eben nicht monetarisieren können. Und genau das sind die Gründe, um einmal so ein bisschen die Intro und die Evolutionsstufe von Brand Safety zu Brand Suitability aufzuzeigen, warum wir uns einfach entsprechend vielschichtig mit dem Thema befassen müssen. Bevor ich zeige, welche Stufen man sicherlich überlegen sollte beim Aufsetzen einer Brand Safety und Suitability Strategie, hier einmal ein kurzer Abriss. Ihr seht links unten einen Abriss, wie unser kontextuelles Tool einen Inhalt entsprechend bewerten würde. Auch hier habe ich wieder den Artikel, den ich vorhin schon mal einmal aufgerufen hatte, mitgenommen, und zwar wie Unternehmen, Mitarbeiter die Krise als Chance nutzen können, in diesem Fall auf dem Handelsblatt. Was ihr sehen könnt, es wird auf der ganz linken Seite IAB-Kategorien zugeordnet, dann aber eben unter Topical und Vertical Categories könnt ihr es in dem zweiten Block links unten sehen, entsprechend ja einem Corona-Segment zugeordnet, genauso aber einem Travel-Segment als nur mal zwei Beispiele zu nennen. Was dann eben elementarer Bestandteil ist, ist zusätzlich die Sentiment-Analyse, die ihr hier sehen könnt, wo die darunter verborgenen Emotionen in dem Gesamtkontext eingeordnet werden können. Um in diesem Fall zu sagen, ich schaue mir keine negative, sondern eine neutrale Berichterstattung an, die, glaube ich, elementar ist, wenn wir dazu kommen wollen, wie wir eine Strategie bestmöglich aufbauen können. Und da sehen wir so ein bisschen vier Schritte, die man anschauen sollte. Das erste ist so eine standardisierte Standard-Control, die relativ ganzheitlich für die meisten Marken Anwendung finden können. Ja, also wirklich gewaltverherrlichende Inhalte auszuschließen, Sexual Content generisch auszuschließen. Und auch hier, versteht mich nicht falsch, ist das Thema Keyword ganz klar ein elementarer Bestandteil. Ja? Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass für diejenigen von euch, die entsprechend Kampagnen aussteuern, ein Breitbart entsprechend blockiert gehört. Das kann definitiv über eine entsprechende Keyword-Strategie relevant finden.
Das andere Thema, und da gehen wir dann in den Bereich kontextuelle Analysen rein, sind auf der zweiten und dritten Ebene entweder die thematischen Brand Safety Gedanken, ja, also beispielsweise eine Corona-Pandemie oder Naturkatastrophen in einem negativen Kontext ausschließen zu können. Oder das dritte, wenn wir ein bisschen in die einzelne Vertikalisierung denken, eben spezifisch für Finance-Bereiche, spezifisch für Pharma, Automotive, eben negative Inhalte ausschließen zu können. Und das letzte ist dann so die Königsdisziplin sicherlich, eben kontextuelle Segmente zu bilden, die individuell auf die einzelnen Marken und eventuell sogar Untermarken abgestimmt sind. Und ihr seht das so ein bisschen von einem sehr universellen zu einem markenspezifischen Ansatz. Aber um hier wieder auf die Key Takeaways so ein bisschen vorzugreifen, ich glaube, wir müssen ganzheitlich und gemeinsam von Vermarkter inklusive SSP hin zur DSP bis auch letztlich zum Werbetreibenden verstehen, dass das Thema Brand Safety kein Ja- oder Nein-Gedanke ist, sondern speziell und individuell auf der Marke gedacht werden muss und vor allen Dingen auch eine offene und transparente Kommunikation von uns allen bedarf. Das sozusagen zum Einstieg. Ja. Und jetzt haben wir aber schon relativ viel darüber gesprochen, wie diese Evolutionsstufe, wenn man sie so nennen möchte, auf kontextueller Analyse basiert. Von daher macht es, glaube ich, Sinn, da einmal reinzuschauen, was sich speziell hinter kontextueller Technologie verbirgt. Auch hier, ich kann Abriss aus IAS-Perspektive geben, sicherlich andere Technologien, teilweise andere Ansätze. Wichtig aber, dass wir gemeinsam über dieses Thema kontextuell denken und eben sehen, welche Mehrwerte es sowohl eben für den Brand Safety Gedanken als eben abschließend, während wir darüber sprechen, auch fürs Targeting sprechen können. Und da habe ich das Ganze mal so ein bisschen in drei Säulen, auf denen ich zu dem Thema immer denke, zusammengefasst. Und ein paar davon haben wir eben auch schon im Gespräch angeschaut. Das erste ist, hört sich so fancy wieder an, ja, ich komme jetzt nicht mit AI und was noch weiter und Machine Learning, was dahinter steht, aber Natural Language Processing, ja. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich für mich so ein bisschen der Besuch bei meinem Neffen zu seinem 4. Geburtstag am kommenden Sonntag, und zwar zu verstehen, dass Technologie aufgebaut wird, die Sprache versteht, wie es Menschen tun würden und somit nicht nur einzelne Wörter isoliert betrachtet, sondern eben in einen Gesamtkontext einbettet. Kommen wir gleich mit ein paar Beispielen zu. Und da sind wir auch schon direkt bei der zweiten Säule der Semantik. Das bedeutet, einzelne Wörter in einem Gesamtkontext eines Satzes und auch eines Textes einordnen zu können. Ja, bleiben wir beispielsweise, kommen wir gleich ein paar Mal zu Jaguar fressen als Beispiel. Ja, ist ein extremer Unterschied, spreche ich von einem Jaguar frisst Fleisch und ich spreche von dem Raubtier im Dschungel oder dem Jaguar, der viel Benzin frisst auf der Autobahn. Um mal ein relativ plumpes, zugegebenerweise Beispiel aufgreifen zu können, aber darum beschäftigen wir uns am Ende des Tages. Hinweise können Groß-Kleinschreibung berücksichtigen sicherlich. Etwas, was hier, glaube ich, immer wieder zu hinterfragen ist, also A, letztlich beschäftigt euch damit, wenn ihr euch damit beschäftigt, kommt auf die entsprechenden Technologieanbieter zu und schaut euch entsprechende Analysen an. Das andere ist, welche Sprachen, insbesondere wenn ihr global Kampagnen aussteuert, welche Sprachen werden berücksichtigt. Das sind sicherlich so Gedanken, die ihr dann im zweiten und dritten Step mitnehmen solltet. Das ist so ein bisschen der erste und zweite Block, der sehr eng verzahnt ist. Hilft uns beispielsweise, um auch unabhängig von einem Wort in einer URL verstehen zu können, über welchen Kontext wir sprechen, was wir eben bereits gesehen haben, eben elementar wichtig ist. Die dritte Komponente, aber genauso Emotionen zu verstehen, die auf einem Kontext basierend ausgespielt werden, um eben zu verstehen, ist es ein negativer oder positiver Kontext. Ja? Und da sprechen wir nicht darüber, weil auf einer Seite steht, ich bin glücklich, sondern beispielsweise, ich wurde befördert. Und dieses Ganze dann transferieren zu können in einen entsprechenden positiven Kontext. Darum geht es am Ende des Tages, wenn wir uns die Technologie anschauen. Schauen wir uns da eben für dieses eben fancy angesprochene Natural Language Processing an. Was bedeutet das? Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt. Ja. Wir entwickeln uns weiter von einer rein statistischen Betrachtung
eben dieses Beispiel gehabt mit Jaguar und Fressen beispielsweise. Das heißt, ich schaue mir nicht nur an, in welcher Häufigkeit kommen einzelne Wörter in Bezug zueinander zu und kann es dann in eine Schublade oder, wenn wir es so denken wollen, in ein Segment stecken, sondern letztlich zu verstehen, welche Beziehungen haben die Wörter miteinander und in welcher Korrelation stehen sie zueinander. Basis dafür ist eine sogenannte Knowledge Map. Ich habe die hier mal aufgenommen und wieder, erinnert mich so ein bisschen an den anstehenden vierten Geburtstag. Aber das ist die Basis dafür, ja, in Echtzeit nicht nur statistische Betrachtung anschauen zu können, sondern den Gesamtkontext verstehen zu können. Basis dafür ist wirklich, man spricht vom Konzept einer Knowledge Map. Letztlich seht ihr es hier, was dahinter verborgen ist. Ich verstehe beispielsweise, ein Wal lebt im Wasser, ein Fisch lebt im Wasser, ein Fisch ist ein Tier. Relativ basic sozusagen auf der Basis, in der es ja, angestellt werden kann, aber eben elementar, um so von einer rein isolierten statistischen Betrachtung hin zur Gesamteinordnung eines Kontexts mich weiterentwickeln zu können. Und hier nochmal ein anderes Beispiel reingenommen, ja, jetzt sind wir beim Gorilla eben schon genommen. Ein Gorilla frisst viele Pflanzen, ja, und präsentiere das gerne mit meiner Kollegin, die einen sprachwissenschaftlichen Hintergrund hat. Die geht da noch detaillierter ein, aber ich glaube, was wichtig für uns ist, ist, wir brauchen Technologie, die darauf aufbaut, verstehen zu können, wann spreche ich über ein Nomen, wann spreche ich über ein Verb, wann über einen Artikel. Die deutsche Sprache hilft uns da gerne mal mit der Groß- und Kleinschreibung. Ein Thema, was beispielsweise im Englischen schon viel herausfordernder ist. Aber zu verstehen zwischen ein Gorilla frisst viele Pflanzen zu, ich weiß nicht, wo ihr gerade, von wo ihr alle eingewählt seid, aber wahrscheinlich der ein oder andere von euch auch, der die Lieferung über Gorillas ab und zu schon gesehen hat. Also hier das Gegenbeispiel, ja, der Großstädter frisst viel, wenn Gorillas liefert. Anderes Beispiel einmal aufzunehmen, ich hatte eben, denkt an Themen wie der Jaguar frisst viel Fleisch oder der Jaguar frisst viel Benzin. Genau darum geht es letztlich in einem ersten Step, unabhängig von reiner Keyword-Betrachtung und reiner isolierter Keyword-Betrachtung, auf dieser Basis den Kontext ganzheitlich einordnen zu können. Und was dann im Anschluss folgt, um hier nur noch mal ein paar Beispiele zu nehmen, ich habe gleich noch ein paar weitere, eben zusätzlich die Analyse, in welchem Sentiment es zugeordnet werden kann, auch elementarer Bestandteil sein muss. Bleiben wir auf dem linken Beispiel zum Beispiel, ja, etwas, was einem Infectious Disease etc. Thema zugeordnet werden kann, in diesem Fall Berichterstattung unter anderem über den Sturm auf das Weiße Haus. Offensichtlich ein sehr negativ behaftetes Themenkomplex. In der mittleren Seite, ihr seht es hier, und da haben wir ein paar Beispiele, die wir aufgreifen können. Zwar auch Corona-Berichterstattung, aber eher darum, wie Homeworkout eine ja, potenzielle Bewältigungsstrategie gegen zu viel Stress im Arbeitsalltag beispielsweise darstellen kann. Um da nur mal ein paar Beispiele mit rausgreifen zu können. Ich habe hier nochmal andere genommen. Ihr seht schon, ja, auch wenn es wehtut als Werder Bremen-Fan, aber ich komme wieder zum Fußballthema zurück und sprechen hier beispielsweise ja, über den konsequenten Killerinstinkt knallhart, ähnlich wie vorhin die Killer-Outfits. Wenn ich rein das Wort Killer isoliert betrachten würde, etwas, was höchstwahrscheinlich für viele von euch zum Blocken anregen würden, hier sieht man, so eine Technologie angewendet werden kann, um es richtig im sportlichen Kontext zu behaften, ja. Und hier kommen wir auch gleich, wenn wir Richtung Targeting-Strategien schauen. Warum ist es so relevant? Und hier schließt sich so ein bisschen für uns schon der Kreis. Die Technologie, die sich weiterentwickelt und uns es ermöglicht, von rein isolierten Keyword-Betrachtungen hin zu wirklich ganzheitlichen kontextuellen Analysen zu kommen, ermöglicht uns eben dieses Weiterdenken im Brand-Safety-Bereich. Hier aber genauso die Möglichkeit, darauf basierend positiv targeten zu können. Anderes Beispiel wieder. Weiter gefasstes Corona-Umfeld, hier Berichterstattung aus Ende März, wo es primär um, wie können wir eigentlich wieder reisen, wie wollen wir auch reisen, beschäftigt, seht ihr sogar in einem positiven Kontext. Ja, und das ist etwas, was auch wenn es um eine Pandemie oder eine globale Pandemie geht, etwas ist, was für einen Großteil unserer gemeinsamen Kunden wirklich ein relevantes Targeting darstellen kann. Und ich glaube,
Eins haben wir irgendwie mehr gelernt denn je in den letzten anderthalb Jahren, dass auf die Effizienz der entsprechenden Targeting-Strategien geachtet werden muss, um einfach die möglichst effektiven Kampagnen gemeinsam für unsere Kunden aussteuern zu können. Ja, das sozusagen einmal als kleiner Abriss zu dem, was verbirgt sich hinter kontextueller Technologie. Ja, auch hier, ich bin da so ein bisschen bei Jan vorhin, der sagt, es kann immer nur ein kleiner Abriss sein. Ja, ähnliches gilt natürlich hier. Extrem komplexe Themen, sowohl Brand Safety, Suitability als auch kontextuelles Targeting, was man sicherlich nochmal spezifisch für die jeweiligen Cases anschauen muss. Ich glaube, was aber ein Punkt ist, auf den wir einfach gerne hinaus wollen, ist zu verstehen, dass auf der Basis derselben Technologie eben zwei Anwendungsfälle möglich sind. Ehrlicherweise schauen wir uns den Content Avoidance Part an. Letztlich all das, was wir in dem Bereich Brand Safety Suitability bereits in den letzten 15 Minuten angeschaut haben, das ist etwas, was natürlich im Programmatischen über entsprechendes DSP-Targeting umgesetzt werden kann. Es ist etwas, was auch unabhängig davon in einer Post-Bid-Betrachtung und damit auch unabhängig von einem programmatischen oder IO-Buy betrachtet werden kann. Aber wir würden dieser Technologie nicht wirklich gerecht werden, wenn wir uns rein auf diese Blocking, egal ob in einer Pre-Bid- oder Post-Bid-Umgebung betrachten, anschauen würden, sondern wir müssen verstehen, dass genau dieselbe Technologie, die genau gleich funktioniert, eben auf der Basis auch genutzt werden kann und muss, um aktiv in ein kontextuelles Targeting gehen zu können. Und das ist, glaube ich, so der zweite Punkt, den wir zeigen wollen. Selbe technologische Grundlage, zwei Anwendungsfälle, einmal Blocking. Auf der anderen Seite, wir hatten eben dieses Corona-Reisen in Corona-Beispiel, auch aktiv in ein Targeting gegangen werden kann. Hier natürlich in einem rein programmatischen Umfeld, was uns ja nun mal auch alle am meisten interessiert, wie wir hier heute Morgen da sind. Und hier ein Slide, die habt ihr wahrscheinlich schon in vielen Bereichen gesehen. Warum ist das Thema aber relevant? Ja, und wird es für uns weiterhin relevant bleiben? Vielleicht nicht so sehr in den nächsten 4 Monaten, wie wir es gedacht hätten, aufgrund des letzten Announcements von Google am 24.06. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig und hier will ich gar nicht zu sehr in die Details gehen, aber wir werden uns sicherlich in eine Zukunft bewegen, sei es in 4 Monaten, sei es in 26 Monaten, wir werden sehen, wo wir eine gewisse Balance haben werden zwischen eben userzentrierten Targeting-Optionen, basierend auf entsprechenden ID-Lösungen. Und auf der anderen Seite wird das aber dieser userzentrierte Targeting-Ansatz sicherlich nicht der heilige Gral weiterhin sein, sondern wir erwarten, und da habe ich gleich noch ein paar Umfragen zu, wir erwarten sicherlich gemeinsam einen Ausbau der Wichtigkeit des kontextuellen Targetings, was wir hier aufzeigen sollen. Und da würde ich gerne mit euch kurz in die zweite Umfrage steigen, um mal von euch einfach hören, wer von euch denn bereits Targeting-Strategien, die unabhängig von einem Cookie-Targeting sind, übernommen hat. Von daher gebe ich, glaube ich, uns mal 10 Sekunden dafür zu antworten. Perfekt. Auch hier wieder 3, 2, 1. Ich glaube, mit Zoom haben wir genügend Erfahrung, sollten wir sehen können. Okay, hier ehrlicherweise fast passgenau. 49-51%. Das ist wirklich sehr spannend, finde ich, in der Tragweite. Vielleicht ein paar Kommentare von euch auch gerne im Chat, in den Fragen mit ergeben. Interessiert uns ja auch, wie sehr jetzt letzte Announcements das beeinflusst haben, ob es einfach keine Strategie da ist oder nach hinten geschiftet worden ist. Ich glaube, ein ganz, ganz spannendes Thema, wo man alleine eine weitere 30 Minuten drüber sprechen könnte. Aber okay, wir sehen guten 50-50-Mix. Passt zu den 49% sicherlich auch die erste Aussage von unserer Industry Pulse Umfrage, die wir global gefahren haben. Wichtig hier vor dem Juni diesen Jahres, wo wir aber ganz klar gesehen haben, eine der Kernaussagen war, dass der Wegfall des Third-Party-Cookies einfach unsere Industrie ganz, ganz stark und elementar beeinflussen wird. Und hier haben wir auch die Aussage, die ich eigentlich am spannendsten finde, die wir gesehen haben, dass 49% der Branchenexpertinnen und Experten gesehen haben, dass der Wegfall des Cookies sicherlich die größte Herausforderung in diesem Jahr ist. Und ich glaube, das können wir schon mit aufs nächste Jahr transferieren,
dass es eine der größten Herausforderungen sein wird. Basierend darauf sehen wir eben auch, dass kontextuelles Targeting basierend auf den kontextuellen Technologien, die wir uns eben am, ja, im Kern ein bisschen anschauen konnten, sehen wir, dass es eben an Relevanz gewinnen wird. Und da haben wir die Aussage, die ich noch ganz spannend finde, hier deswegen in Fett gehighlightet, aber gerne im Nachgang auch wirklich die ganze Studie mal durchzugehen, dass wir eben sehen, dass die Expertinnen und Experten zu 82% zustimmen und sagen, dass wir kontextuelles Targeting sehen werden, was weiterhin an Relevanz gewinnen wird. Das heißt, auch die 51% von euch, die sagen, ihr habt euch noch nicht damit beschäftigt, sicherlich hier von den Gesprächen, die wir auch sehen, die Empfehlung, egal wie, egal mit wem es umgesetzt wird, aber das als ein Thema für euch in den nächsten Wochen und Monaten zu haben und wirklich eher Wochen als nur Monaten, sich eben aktiv mit userunabhängigen Targeting-Strategien zu beschäftigen, mit ergebnisoffenen Outcomes sicherlich. Genau. Und ein Thema, das im Prinzip das Ganze zusammenführt, was wir eben schon angeschaut haben, nochmal zu sehen, dass hierfür eine wirklich passgenaue Analyse des Contents einfach relevant ist. Ja, also hier nochmal eine andere Analyse, die finde ich halt irgendwie, das ist für mich sowas, die immer wieder outstanding war, von Analysen rund um Keywords wie Shoot, Shooting, Shots etc., sehen wir, dass 76% des Inhaltes nicht ansatzweise in einem Gewaltkontext zu sehen sind. Ja? Auch wir wieder, ist etwas, was wir einfach aus beiden Perspektiven betrachten müssen. Denn auf der einen Seite wollen wir uns für unsere Kunden einfach sicherstellen, dass wir wirklich jedes Inventar, was bestmöglich für meine Kampagne passt, nicht unnötig blocken. Auf der anderen Seite natürlich somit auch aus Vermarkterperspektive einfach die Möglichkeit geben, da wirklich das Inventar, das wirklich qualitativ hochwertige Inventar entsprechend monetarisieren zu können. So, das Ganze dazu. Abschließend die letzte Studie und dann sind wir mit den Studien, glaube ich, auch am Ende. Aber ganz wichtig, hier nochmal zu sagen, warum ist das Thema eigentlich so relevant? Ja, und warum sollten wir uns damit beschäftigen? Und zwar auch unabhängig von der Aussage, ob ein Cookie jetzt noch 12, 24 Monate weiter besteht oder nicht, ist sicherlich, finde ich, hier ganz gut zusammengefasst. In den, die 51% ziehen sich gerade so ein bisschen durch über den zweiten Teil der Präsentation. Aber 51% der Verbraucher sagen einfach, sie machen die Marken für die Inhalte verantwortlich, wo die Werbung ausgespielt wird. So, 51%, genau, die 51% von euch gerade sagen, einfach kontextuelles Targeting noch nicht auf der Agenda gewesen, zieht sich so ein bisschen durch. Genau, und ich glaube, das andere Thema, zu den 74% zu kommen, die für mich auch immer so ein bisschen outstanding waren, ist einfach der Anteil, der sagt, es ist für mich wichtig, dass Werbung in einem für mich persönlich relevanten Umfeld ausgespiegelt wird. Und hier wissen wir, werden wir einfach andere Möglichkeiten suchen müssen mit dem Wegfall des Third-Party-Cookies. So, demnach das Ganze, ich habe es gerade schon eingesetzt, es gibt ein paar Post-Bit. Patrick, wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Also 30 Sekunden kannst du noch mal hier reinholen. Alles klar. Die haben wir hier. Ich glaube, dann starten wir. Das hatten wir auch schon. Was ist dahinter verschwendet? Ich glaube, ganz wichtig, die Key Takeaways, die wir hatten. Ja, lass uns weiterkommen von der Brand Safety rein Keyword-Betrachtung. Verstehen wir gemeinsam, dass das Thema individuell pro Marke zu betrachten ist und verstehen wir, dass kontextuelle Targeting-Technologie eben beide Perspektiven für uns unterstützen kann. Und dann schließen wir, Marc, dir entgegenkommen, glaube ich, mit unserem schönen Giphy aus der Batman-Umgebung. Von daher erstmal vielen Dank nochmal. Ja, sehr schön. Patrick, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag und deine Insights. Du hast es ja schon selber gesagt, man kann über auch Teilbereiche von dem, was du gesprochen hast, könnte man noch eine halbe Stunde oder stundenlang drüber sprechen. Deswegen kein Vorwurf für die kleine Überziehung. Es gibt nun mal einfach sehr viel her, das Thema ist einfach so. Dann noch ganz kurz, also wir hatten mehrere, sehr viele Fragen, aber eine noch ganz kurz herausgezogen, ganz ohne Fragen wollen wir dich auch nicht davonkommen lassen, auch wenn wir nur auf harte Zahlen bezogen. Jetzt nochmal Zeit für einen ganz kurzen Werbeblock. Wie viel Uplift kann perfekter Kontext einer Kampagne geben? Genau, also ich glaube, da wichtig, ja, auch zu verstehen, weil da wenn wir auch häufig im Ad-Verification-Bereich irgendwie in den ganzen Cookie-basierten Bereich mitgemacht, das ist ehrlicherweise ja nichts, was wir mitsehen,
was wirklich jetzt Performance angeht und Abverkäufe abgeht. Kampagnenspezifisch zu schauen, sicherlich was an Viewability-Werten damit ab, was wir an Uplift sehen. Da sind wir eher ehrlicherweise im Branding-Bereich sicherlich bei den Analysen. Da bleibt es wirklich Kampagnen individuell zu betrachten. Aber klar, das sind so die Ansätze, die wir sehen. Wie entwickeln sich entsprechend Viewability-Werte? Das ist so die Kernmetrik, die wir anschauen. Beinhaltet dann aber nicht wirklich den harten Abverkauf letztlich, was nichts ist, was wir cookie-unabhängig tracken würden. Ist wahrscheinlich auch eh sehr unterschiedlich von Player zu Player. Also im Zweifel einfach mal einen kleinen Test machen und den Patrick kontaktieren. Also Patrick, vielen, vielen Dank. Frohes Schaffen heute noch aus dem Homeoffice heraus und hoffentlich bis bald mal wieder. Ciao. Bis bald. Ciao.